Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Volker. Ich befinde mich hier im Showroom von Profete. Um mich herum viele Fahrräder und E-Bikes aus unserem Hause. Und genau zu denen habe ich heute viele Tipps und Tricks für Sie. Also gut aufgepasst. Unser Thema heute ist... Zum Einstellen einer Kettenschaltung benötigen wir zunächst zwei Werkzeuge. Einmal einen 5 mm Innensechskantschlüssel und einen Kreuzschlittschraubendreher mittlerer Größe. Wir beginnen mit der Einstellung der Schaltung am Hinterrad. Zunächst überprüfen wir die Endanschläge der Kette im großen, also im äußeren Gang oder im inneren, kleineren Gang. Dafür schalten wir mit dem rechten Schaltgriff, der für die hintere Schaltung zuständig ist, einmal während wir die Pedalen bewegen, mit unserem Schalter in den untersten Gang. Das heißt also in den größten Gang. Dort überprüfen wir, ob die Kette das letzte äußere Ritzel erreicht. In diesem Fall tut es das nicht. Dafür befinden sich hier hinten am Schaltwerk zwei Einstellschrauben, die mit H und L gekennzeichnet sind. H steht für High, für den großen Gang, L für Low, für den kleinen Gang. Je weiter Sie diese Schrauben reindrehen, umso weniger bewegt sich das Schaltwerk nach links oder rechts. In diesem Fall erreicht die Kette nicht die vorgeschriebene Endposition. Dafür drehen Sie nun die Schraube, die mit dem Buchstaben H gekennzeichnet ist, ein bis zwei Umdrehungen weiter raus und überprüfen Sie die Position. Das reicht noch nicht ganz, also drehen wir nochmal eine Umdrehung weiter heraus und überprüfen es erneut. Nun läuft die Kette sauber über dem äußeren Ritzel. Das gleiche überprüfen wir nun mit dem kleinsten Gang. Dafür schalten wir wieder mit dem rechten Schalthebel die Kette ganz durch und überprüfen den letzten Anschlag. Wie Sie sehen, wird die Kette über das Ritzel hinausgeworfen. Auch hier ist eine Nachstellung erforderlich. Dafür schalten wir wieder einen Gang zurück und drehen nun die Schraube, die für den kleinen Gang, also die L-Schraube, wieder ein wenig herein und überprüfen diese Einstellung erneut. Nun sollte die Kette sauber über dem letzten Ritzel laufen. Somit haben wir die beiden Endanstellungen eingestellt. Nun überprüfen wir den sauberen Übergang der Kette von einem Gang zum anderen. Diese wird definiert durch die richtige Seilzuglängeneinstellung. Das tun wir, indem wir wieder auf den größten Gang schalten und nun mit dem Schaltgriff Klick für Klick jeden Gang einmal durchschalten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kette ohne große Geräusche über die einzelnen Ritzel läuft. Hier ist ein kleines Klackern zu hören, das heißt, die Seilzuglänge ist nicht ganz korrekt eingestellt. Das können wir ausgleichen, indem wir entweder hier hinten am Schaltwerk mit der Justierschraube den Seilzug ein wenig einstellen oder aber, was sogar während der Fahrt möglich ist, am Schaltgriff. Jetzt überprüfen wir noch einmal die Seilzuglängeneinstellung. In diesem Fall haben wir es verschlimmbessert. Nun drehen wir noch einmal die Seilzuglänge nach. Nun läuft die Kette sauber über jedes einzelne Ritzel. Somit wäre die hintere Schaltung korrekt eingestellt. Das gleiche müssen wir nun auch am vorderen Kettenrad überprüfen. Dazu, wieder ausgehend vom kleineren Ritzel, benutzen wir nun den linken Schaltgriff und schalten die Kette einmal auf das kleinste Zahnrad. Hier überprüfen wir nun den unteren Gang, also den unteren Endanschlag. Hier in diesem Fall läuft die Kette sauber darüber. Jetzt schalten wir in den letzten Gang bzw. in den größten Gang. Auch hier läuft die Kette sauber über das Ritzel. Eine Nachjustierung der Endposition ist also vorne nicht erforderlich. Gegebenenfalls könnten Sie das aber genauso wie hinten auch wieder hier mit den beiden Einstellschrauben, die mit H und L gekennzeichnet sind, nachjustieren. Nun schalten wir noch einmal in den kleinsten Gang und gehen Klick für Klick noch einmal alle Gänge durch. Hier sollten keine Schleifgeräusche am Kettenumwerfer erzeugt werden.
Falls das der Fall sein sollte, können Sie mit diesen Einstellschrauben H und L die Position des Umwerfers noch ein wenig nachjustieren. Jetzt schalten wir noch einmal in den größten Gang und auch hinten schalten wir noch einmal in den größten Gang. Sollten auch hier keine Schleifgeräusche erzeugt werden, ist die Kettenschaltung korrekt eingestellt. Zur optimalen Funktion einer Kettenschaltung ist es zwingend notwendig, dass Sie diese Einstellung von Zeit zu Zeit einmal überprüfen. Genauso wichtig ist es auch, die Kette mit geeigneten Pflegemitteln zu ölen, damit die Funktion gewährleistet ist. Wir empfehlen dazu das Profete Kettenspray, das Sie ganz leicht mit der Sprühdose während des Tretens einmal kurz auftragen können. Die Kette ein, zwei Umdrehungen durchdrehen und das überschüssige Fett mit einem trockenen Lappen auffangen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Sprühnebel bei einer eventuell vorhandenen Scheibenbremsanlage nicht auf die Scheibe gerät, da sonst aus Sicherheitsgründen die Bremswirkung nachlassen kann. Ja, das war's für heute von uns. Viel Spaß mit Ihrem Produkt aus dem Hause Profete.